Sehr geehrte Frau Präsidentin, zu Beginn meiner Rede möchte ich mich bedanken bei den Gründerinnen und Gründern, bei den Start-ups, bei den Sozialunternehmen, die uns diese Woche als Grüne auf Platz 1 beim Start-up Monitor Deutschland gewählt haben. Vielen Dank für das Vertrauen. Ich glaube, da ist aber auch ein Hinweis an Sie verbunden, Herr Minister Altmaier, dass Sie eben viel über das Klima reden, aber immer noch als der gesehen wird, der für die fossile Vergangenheit spricht. Und man konnte das ja heute auch in dem Beitrag von WDR Investigativ noch mal nachverfolgen, wo Ihnen nachgewiesen worden ist, dass Sie beim Abgaslabel Pkw nicht die Interessen der Verbraucher bemüht haben, sondern eben der Industrie in diesem Fall. Und ich glaube, das ist dieser Widerspruch, den Sie auch, wenn Sie einen 20-Punkte-Plan vorlegen, ich lese den und ich diskutiere den auch gerne mit Ihnen. Ich wäre aber auch gerne mal dabei, wenn Sie den mal in Ihrer Fraktion oder zumindest würde ich es mal von Ihnen gerne hören, diskutieren mit Herrn Lindemann, Herrn Pfeiffer und all den anderen. Denn mit wem sprechen wir denn eigentlich von der Union, wenn wir über Klimaschutz reden? Und das wissen wir Grüne bis heute nicht. Ein Haushalt, der auf Zukunft, auf Investitionen im Klimaschutz und übrigens auch in digitale Infrastruktur setzt, den haben Sie nicht vorgelegt. Wenn man sich beispielsweise das Thema digitale Infrastruktur anschaut, wo wir da stehen, hat uns Frankreich mittlerweile überholt, weil Präsident Macron das zu einem Schwerpunktthema gemacht hat. Wir haben es in der Corona-Krise, Herr Lindemann, gesehen, wie schlecht wir in vielen Bereichen sind. Und ich glaube, wir müssen da wirklich einen Sprung nach vorne machen. Das heißt auch Bündelung der Kompetenzen beim Digitalen. Und das heißt Programme auflegen, priorisieren, E-Government, Breitband endlich in die Fläche. Da muss jetzt was vorangehen, sonst ist Deutschland wirklich abgehängt in vielen Bereichen. Und wenn ich jetzt zum Thema Industriepolitik komme, jetzt mal Richtung CSU gewandt. Wir hören ja sehr viele Überschriften von Herrn Söder, Ihrem Parteivorsitzenden. Herr Dobrindt musste das gestern dann wortreich verteidigen. Herr Söder hat ja schon 2007 sich eingesetzt, dass der Verbrennungsmotor heute vorbei ist. Wäre mir fast ein bisschen zu progressiv gewesen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist 2020, hat er gesagt, er will es 2035, aber zeitgleich setzt sich die CSU dafür ein, dass wir Kaufprämien für fossile Verbrenner kriegen. Das ist doch keine verlässliche Industriepolitik, mit Verlaub, das ist ziemlich gaga. So kann man doch nicht vorgehen. Und so schaffen Sie auch keine Absatzmärkte fürs Automobil, wenn Sie keine Zukunftsbeschreibung machen können für diesen Markt. Also ich glaube, schauen Sie da mal nach Baden-Württemberg. Seit über 3 Jahren ist dieser Automobildialog dort präsent, in allen Branchen, bei der Batteriefertigung, bei den Zulieferern, hochgeschätzt auch von den Industriepartnern. Ich glaube, das ist was, was wir für den Bund auch bräuchten, was wir vorlegen müssten, zu sagen, wir nehmen eure Ängste ernst. Und die sind auch berechtigt. Es wird auch Stellenabbau geben im technologischen Wandel. Aber wir helfen euch beim Wandel in die Zukunft. Und das heißt übrigens auch, Standorten zu helfen, die vielleicht in der Vergangenheit auf die fossile Technologie gesetzt haben, sich aber jetzt wandeln wollen, die vom EU-Beihilferecht aber momentan keine Hilfen bekommen können. Vielleicht liegt da auch ein Ansatz, Hilfen zu schaffen für die Automobilindustrie, die in die Zukunft will. Und das große Thema Wasserstoffstrategie natürlich. Ich finde es gut, dass wir jetzt eine nationale Wasserstoffstrategie in ersten Zügen formuliert haben. Aber Anja Heiduck hat es auch formuliert, die Voraussetzung für alles sind die erneuerbaren Energien. Wir können keine Wasserstoffstrategie erfolgreich und übrigens auch nicht im Sinne der Unternehmen nach vorne bringen, die am Ende die Kohleverstromung einbringt in den Prozess oder die am Ende darauf setzt zu sagen, wir bauen jetzt erstmal nach vorne und verschärfen damit unsere Klimakrise mit dem, was wir machen. Das muss Hand in Hand gehen. Und Sie können nicht sagen, das kommt dann alles aus Saudi-Arabien und Marokko. Es wäre schön, wenn wir Verträge schließen können mit anderen Staaten. Das hat dann auch entwicklungspolitische Implikationen, weil die natürlich vor Ort auch ihren Strom, ihren Wohlstand halten wollen. Aber wir müssen eine Strategie entwickeln, die ehrlich ist. Und ehrlich heißt Vorrang für den industriellen Sektor. Die brauchen das zuerst, der Stahl, der Zement, aber auch die Anwendungen in vielen Maschinenbaubereichen. Und eben erstmal nicht das Versprechen zu sagen, die E-Fuels im Pkw-Bereich sind die, die es als erstes brauchen. Das wird so nicht sein. Und zum Schluss möchte ich auch noch über ein Thema sprechen. Das wurde hier schon angesprochen, das ist das Thema Flugindustrie. Und da ist ja wieder die Frage der Umwandlung von Kraftstoffen in der Tat die Strategie für den Klimaschutz, die wir haben können. Aber auch da braucht es endlich mal Rahmenbedingungen, zum Beispiel eine Quote im Bereich der Fuels, die dafür sorgt, dass der ökologische Anteil sukzessive steigt, dass wir das auch europäisch erheben, dass wir weltweiten Markt draus machen, dass wir da wirklich Innovationen vorantreiben. Und dafür braucht es Industriepolitik. Dafür braucht Sie auch, Herr Altmaier. Also wir brauchen hier einen Schritt nach vorne. Und das, was Sie vorlegen, ist einfach zu wenig, insbesondere bei den erneuerbaren Energien. Also arbeiten Sie bitte nach. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Andreas Lemmel das Wort.